Hallo und herzlich willkommen zurück bei Genshin Impact. Endlich mal wieder. Ich starte das Spiel gerade zum ersten Mal seit über anderthalb Monaten. Ich weiß nicht, ob es am 1. oder am 2. November war, als ich das Spiel zuletzt gespielt habe. Ich mein 1. November. Am 2. kam ja dieses mal kurz was zu Genshin Impact Video raus. Das war das eigentlich letzte Genshin Impact Video, was ich gemacht habe. Der Let's Play Part, der danach kam, den habe ich vorher aufgenommen und erst später hochgeladen, weil ich es vergessen hatte, den hochzuladen. Die Sache ist jetzt einfach die, ja, ich hatte jetzt anderthalb Monate keinen Bock, Genshin Impact zu spielen. Zunächst mal etwa 2 Wochen lang, weil ich mir eine übelste Erkältung eingefangen habe. Und die ganze Zeit nur gehustet habe. Da habe ich auch quasi eigentlich überhaupt gar nichts gespielt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das LAN so lang dauert. Oh, egal. Habt ihr den Spaß auch mal. Naja. Und danach habe ich irgendwie. Ja. Ich weiß, viele sind begeistert von der. Von Sumeru und der Archon-Story da. Die Archon-Story hat mich halt bisher überhaupt nicht gepackt. Also noch weniger als zum Beispiel bei Sashon. Bei Inazuma. Die in Inazuma geht ja auch furchtbar langsam voran. Also dass man da halt erstmal über von Ritu flüchten muss und und dann jede Menge Botengänge. Also bis dann wirklich mal ein Climax kommt, nämlich der erste Kampf mit Rain Shogun. Boah, das zieht sich. Das hast du halt in bei Mondstadt und bei Liyue überhaupt nicht. Da startest du, klar, ist bei Mondstadt noch so ein bisschen Tutorial, Vorgeplänkel, aber du siehst direkt Venti mit einem verdammten Drachen. Und dann kriegst du auch noch recht schnell danach einen Kampf gegen den Drachen hoch oben in der Luft. Das ist einfach mal. Also spielerisch ist es ein geiler Anfang, muss man ja so sagen. Klar, sowas sollte ein Spiel natürlich auch machen, damit die Leute da quasi von Anfang an gepackt werden. Ich meine, hat einen Grund, warum Skyrim mit einem Angriff von Alduin anfängt, der eine ganze Stadt platt macht. Ist halt nochmal bisschen beeindruckender, als mit dem Kaiser durch irgendwelche Katakomben zu latschen. Ja. Und Liyue, da hat man halt direkt die Sache mit, also man geht halt nach Liyue und dann hat man direkt die Sache mit der angeblichen Ermordung von Rex Lapis, beziehungsweise Marex, beziehungsweise Zhongli. Und das ist halt, ja. Ah, stimmt. Ja, das hier ist halt mein. Ja, danke. Neuer Account auf dem asiatischen Server, weil ich mit dem Kumpel spielen möchte. Ach ja, ich hab's auch. Ach, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr dran gewöhnt.
Ich lasse das jetzt einfach mit der Musik so. Ja. Ach, lass mal sehen, wen haben wir denn momentan? Ach, Nahida. Oh, nur noch 3 Tage. Und Yuimiya hat ihren Rerun. Was ist ein Katalysator? Uff. Und ja, ich bin hier total am Anfang. Und um jetzt mal hier endlich zu sagen, worum es überhaupt gehen soll. Ja, ich habe momentan halt echt nicht wirklich Lust, Genshin Impact so zu spielen. Und wollte euch daher auch mal fragen, wie ist das überhaupt bei euch mit dem... Oh, wer war denn jetzt nochmal die dritte? Ach so, wieder Noelle. Ja, wie ist das bei euch? Also, normalerweise, wenn ich mal eine Pause hatte von auch nur ein paar Tagen, da ist die Aufrufzahl des letzten Parts richtig in die Höhe geschossen. Das wurde ein paar. Ist das schon? Ja, wurden ein paar 10er Aufrufe. Und das hat der letzte Teil von Genshin Impact halt überhaupt gar nicht geschafft. Also da war nichts los. Boah. Ja, ich habe immer noch ein bisschen Husten. Tut mir leid. Und auch sonst so. Ja, die Aufrufzahlen dümpeln halt dauernd so im einstelligen Bereich, im niedrigen einstelligen Bereich. Und da frage ich mich, wollt ihr dieses Let's Play überhaupt noch weiter sehen? Also, ich kriege ja auch keine Kommentare oder mal mehr so. Letzter Kommentar war, ob ich noch mal Videos machen würde. Bei Genshin Impact, ich weiß nicht. Also, gibt viele, die sagen, yay, ich habe so eine geile Community etc. pp. Und ich will auch gar nicht sagen, dass ich hier irgendwie eine schlechte Community hätte. Aber ich habe halt momentan eine sehr inaktive Community. Und klar, das kann daran liegen, dass er einfach sagt, andauernd hier, sag schon, Genshin Impact ist ja ganz nice, aber was sollen wir denn da dauernd schreiben? Ja, mag sein. Aber Sache ist halt, ich habe seit Monaten keine Kommentare mehr dazu bekommen. Und auch ist es ja so, dass das Genshin Impact Let's Play mich ziemlich daran hindert, auch andere Videos zu machen. Weil, wenn ich mal so mir Zeit nehmen, mehrere Videos zu machen, dann habe ich halt die Wahl. Entweder ich spiele so 2,5, 3 Stunden. Nee, auf euch habe ich keinen Bock. Genshin Impact und nimm damit quasi für eine Folge auf, aber das, für eine Woche auf, aber da brauche ich halt einen halben Tag für, quasi. Ich muss das ja auch noch rendern und all so ein Blödsinn.
Ja, und dann halt, wenn es dann halt aber keine, wenn es dann halt nicht so aussieht, als würde es irgendjemanden interessieren, warum mache ich es dann? Und ja, ich spiele den Reisenden mit dem Anfängerschwert. Generell, ich habe mir das hier vor allem als Meme gemacht. Also einfach so für Spaß und halt später mal mit dem Kumpel zum Zocken. Ja. Ist jetzt nur halt die Frage. Soll ich mir die Mühe weitermachen oder soll ich lieber was anderes machen? Andere Projekte, Einzelvideos oder so oder auch ein ganz anderes Spiel Let's Playen. Eigentlich ist ja auch noch Nier offen als Let's Play. Würde ich eigentlich auch ganz gerne mal wieder spielen, aber weiß ich halt nicht. Daher eben die Frage, was soll ich machen? Also hier den Account auf jeden Fall mal weiter bespielen. Aber was dann? So im längeren. Oder YouTube hat es jetzt so reduziert, dass jeder Community-Posts machen kann. Und ich meine, ich kann da auch Umfragen machen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ihr könnt ja mal hier in die Kommentare schreiben. Oder ich werde zeitnah mit diesem Video einen Community-Post machen, wo ich euch dann auch fragen werde, wo ihr dann hoffentlich abstimmen könnt, und dann schreibt's mir mal, was ihr wollt. Oder stimmt da ab. Und bis dahin sage ich mal Gruß, Zynos-Fan.